Fühlen Sie sich ausgebrannt, antriebslos, überfordert? Dann sind Sie entweder Kindersoldat im Südsudan oder leiden unter einem Burnout. So wie Millionen andere Menschen in Deutschland auch. Und wenn Sie Pech haben, dann stoßen Sie bei Ihren Mitmenschen auf völliges Unverständnis. Hallo Ingmar. Herr Stadelmann. Herr Stadelmann, ich wollte fragen, ich habe die letzten zwei Nächte durchgearbeitet und wollte fragen, ob ich heute vielleicht 20 Minuten früher gehen kann. Dani, ich habe dir das ja schon ein paar Mal gesagt. Halbtag gibt es hier nicht. Wir sind nicht bei ProSieben. Das schaffst du schon noch. Okay. Burnout und Depression. Lifestyle-Diagnose oder echte Krankheit? Ich weiß es. Und Sie gleich auch, denn das ist CCN. Burnout. Ein vergnüglicher Spaß für 20-Jährige mit kleinem Penis, die gern verbranntes Gummi riechen. Naja, wer es braucht, ist doch falsche Text, Freunde. Das geht doch nicht. Unsensibel. Ja, Burnout kann auch eine Zusatzdiagnose bei einer Depression sein. Weil Depression aber nach psychischer Erkrankung klingt und weil sich psychische Erkrankung so anhört, als würde man gerne Lampenschirme aus der Haut seiner Nachbarn basteln, hat sich neben Burnout der Begriff Erschöpfungsdepression durchgesetzt. Und gegen Erschöpfung kann ja auch erstmal keiner was sagen. Obwohl früher wurde Burnout eher belächelt und galt als Ausrede für überforderte Geschäftsleute. Quasi so eine Art Modekrankheit wie Laktoseintoleranz oder AIDS. ADS. Ein Buchstabe falsch, sorry. Experten schätzen, dass allein in Deutschland bis zu 13 Millionen Arbeitnehmer unter dem klassischen Burnout-Symptom leiden. Das ist fast ein Drittel. Offiziell wird Burnout übrigens als Problem mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung klassifiziert. Ja, Freunde, und das trifft hier nun wirklich auf jeden zu, oder? Ob man gerade eine Großstadt, eine Dreizimmerwohnung sucht oder einem Syrien die Bude weggebombt wird. Beides Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Bei Burnout allerdings stellt sich die Frage, was war eigentlich zuerst da? Die Erschöpfung oder die Depression? Darüber spreche ich jetzt hier im Studio mit jemandem, der es wissen muss. Ich begrüße die Erschöpfungsdepression. Herzlich willkommen. Ja, ich weiß nicht, was daran jetzt herzlich sein soll. Ja, okay, darf ich du sagen? Ist mir egal. Na gut, wie darf ich dich denn ansprechen? Ist mir auch egal. Aber ich muss dir doch irgendeinen Namen geben. Irgendwie was Nettes. Doch. Mach doch. Ist mir egal. Katrin, Susi, Lena, ist mir echt egal. Gut, dann nenne ich dich halt einfach... Nicht Jacqueline. Okay, ja, ist ja jetzt auch egal. Du befällst jedes Jahr eine Vielzahl von Menschen. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen? Das klingt spannend. Ja, das ist eigentlich immer dasselbe. Am Anfang pushe ich mich so ganz unauffällig von hinten ran. Aber dann nach einer Zeit fick ich sie richtig von innen. Okay, verstehe. Okay, also dass wir das mal ein bisschen konkret bekommen. Wie muss ich mir dieses von innen, also wie wäre das jetzt zum Beispiel bei mir? Wie würdest du mich von innen... Stell dir vor, 3 Monate Cluburlaub in einem All-Inclusive-2-Sterne-Hotel am Ballermann. Ah. Erdgeschoss, Doppelzimmer, direkt am Pool und ich jede Sekunde bei dir. Das klingt fürchterlich. Ja, toll, ne? Jede Nacht ist übrigens Poolparty mit Junggesellenabschied. Aus Sachsen. Gut, also jetzt kann sogar ich mir ungefähr vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja, dann sage ich vielen Dank an meinen Studiogast. Das waren sehr, sehr intensive Einblicke in... Der Böhmermann ist jünger als du. Der Welker hat die besseren Quoten. Ja, gut. Tschüss. Und so gut wie John Oliver wirst du niemals. Ja. Der Böhmermann ist jünger als du. Der Welker hat die besseren Quoten. Das Gegenstück zum Burnout ist der Bore-out. Bore wie im Wort boring. Darunter versteht man das Phänomen, dass Menschen beruflich unterfordert sind, innerlich kündigen und dadurch schließlich seelisch erkranken. Unter Experten ist die Diagnose umstritten, aber ich glaube schon dran. Ich sehe das ja hier in der Redaktion. Ich habe hier zum Beispiel 30 Seiten, auf denen immer steht, denk dir doch deinen Scheiß selber aus, Penner. Denk dir doch deinen Scheiß selber aus, Penner.
ironischerweise... Och, Freunde, jetzt mal im Ernst. Gebt euch doch mal ein bisschen Mühe hier. Ja. Ironischerweise kann ein Bore-out irgendwann zu einem Burnout führen. Wer jetzt denkt, dass es unmöglich ist, von maximaler Unterforderung maximal erschöpft zu sein, der hat noch nie Pietro Lombardi bei Markus Lanz gesehen. Man kann noch so viele schöne Umschreibungen finden, aber am Ende des Tages verstecken sich hinter Krankheiten, die auf Depressionen enden, meistens Depressionen. Eine Krankheit, von der allein in Deutschland mehrere Millionen Menschen betroffen sind und die sich unter anderem durch gedrückte Stimmung und Antriebslosigkeit äußert. Und außerdem noch durch ca. 300.000 andere Symptome, die alle für sich schon scheiße sind. Zusammen aber erst recht keinen Spaß mehr machen. Hier eine kleine Auswahl. Zusätzlich bringen Depressionen aber noch einen anderen, ganz besonderen perfiden Twist mit. Man sieht Betroffenen die Krankheit nicht an. Deshalb nennt man die Depression auch die unsichtbare Krankheit. Somit haben Depressive häufiger mit verständnislosen Mitmenschen zu kämpfen, als zum Beispiel Leute, die sich einen Kreuzbandriss zugezogen haben, sich mit dem Hammer den Daumen zerhauen haben oder denen ein Zombie in den Hals gebissen hat. Während diese drei Idioten aber selbst schuld an dem Unglück sind, weil sie unbedingt besoffen Trampolin springen wollten, unbedingt eins dieser nichtssagenden IKEA-Bilder aufhängen mussten oder es tatsächlich für eine schlaue Idee hielten, alleine in diese dunkle Lagerhalle zu gehen, um nach Zigaretten zu suchen, tragen Depressive überhaupt keine Schuld an ihrer Krankheit. Die Ursachen für Depressionen sind bis heute nicht vollständig erforscht, aber es gilt als erwiesen, dass Genetik und Neurobiologie dabei eine große Rolle spielen. Das hat also viel mit irgendwelchen Synapsen zu tun, die dann mit irgendwelchen Botenstoffen bzw. ohne irgendwelche Botenstoffe im Gehirn, ist ja auch egal, jedenfalls viel Kraut und Rüben in der Birne. In einer aktuellen Umfrage wurden Menschen gefragt, wodurch ihres Erachtens eine Depression ausgelöst wird. Jeder Fünfte gab an, falsche Ernährung. Ja klar, du isst zu viel Burger, ich bin Vegetarier, dann liegt's halt daran. Immerhin ein ganzes Drittel der Befragten gab als Ursache Charakterschwäche an. Leute, die sowas denken, haben dann natürlich auch stets als Erste die immer selben superschlauen Ratschläge zur Hand. Nämlich Kopf hoch, wird schon wieder. Oder auch ein super Tipp ist immer, mach doch mal Urlaub. Oder natürlich der Klassiker, du isst zu viel Burger. Depressionen haben nichts mit der Stimmung zu tun, die man nach einem nervigen Tag hat. Oder wenn man sich zu lange die User-Kommentare auf Spiegel Online durchgelesen hat. Oder die Tweets von Donald Trump. Depressionen mit Charakterschwäche zu begründen, ist so, als würde man zu einem Querschnittsgelähmten sagen, klar kannst du wieder gehen, du musst es nur wirklich wollen. Top, die Wette gilt. Wir von CCN wollen die Krankheit Depression weiter enttabuisieren. Daher haben wir den Depridlon entwickelt. Viel Spaß. Das hier ist Adrian. Adrian glaubt, dass nur Schwächlinge depressiv werden. Ja genau, die sollen sich mal nicht so anstellen. Ich habe mir auch letztens eine Pizza und einen Salat bestellt. Und der Lieferdienst hat das Dressing vergessen. Da war ich auch voll traurig. Deal with it. C'est la vie. Deshalb haben wir von CCN etwas erfunden. Den Depridlon. Der Zehnkampf für alle, die wissen wollen, wie es ist, depressiv zu sein. Mit unserem von Experten entwickelten Pro-Depressivum und Action. Nach der Einnahme unseres von Experten entwickelten Pro-Depressivums legt sich Adrian schlafen, um am nächsten Tag aufzuwachen. Schwer depressiv. Guten Morgen. Jetzt heißt es erstmal, noch eine Stunde wach liegen, weil es zu anstrengend ist, aufzustehen. Was ist los, Adrian? Willst du nicht aufstehen? Dann grüble doch mal darüber nach, was mit dir nicht stimmt. Eine Stunde lang. Jetzt fallen dir ganz viele Sachen ein, die in deinem Leben gerade scheiße laufen, richtig? Und denk mal darüber nach, wie du die ändern kannst. Aber jetzt fallen dir nur noch mehr Sachen ein, die scheiße laufen, richtig? Dumm gelaufen, Adrian. Denn jetzt heißt es endgültig aufstehen. Ab ins Bad. Jetzt fällt dir ein, dass du echt kacke aussiehst. Richtig? Und jetzt fällt dir auf, dass du langsam eine Glatze kriegst. Du wirst alt, Adrian. Alt. Alt. Und du bist immer noch Single. Aber welche Frau würde sich auch auf so einen hässlichen Versager wie dich einlassen? Jetzt würdest du dich am liebsten wieder hinlegen, oder? Tja, Pech gehabt. Denn der Postbote steht vor der Tür.
Also los, mach auf. Obwohl du eigentlich niemanden sehen willst. Was der jetzt wohl von dir denkt. Aber egal, mach das Paket auf. Es ist ein Geschenk von deinen Eltern. Mit einer liebevollen Karte. Über solche Sachen hast du dich früher sehr gefreut, stimmt's, Adrian? Und heute? Nichts. Einfach nichts. Oder? Was fühlst du, Adrian? Einfach fucking nichts. Leg dich wieder hin, Adrian. Und hör deinen Nachbarn beim Vögeln zu. Viel Spaß, Adrian. Denn wenn du nichts dagegen hast, dann ist das jetzt dein Leben. Für die nächsten 10 Jahre. Der Depridlon. Ist er zu hart? Bist du nicht fröhlich genug? Ach, Adrian, dein Vermieter hat angerufen. In 3 Monaten brauchst du eine neue Wohnung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oder Ingmar. Am Anfang dieser Sendung haben wir uns gefragt, Burnout und Depression, Lifestyle-Diagnose oder echte Krankheit? Die Antwort, egal welchen Namen man ihr auch gibt, die Depression ist natürlich eine echte Krankheit. Aber sie ist behandel- und heilbar. Es gibt viele Therapiemöglichkeiten, von Meditation und Yoga bis hin zu Medikamenten, Gesprächstherapien und natürlich Klinikaufenthalten. Und sehr, sehr viele Anlaufstellen, um sich Hilfe zu holen. Und die wollen wir jetzt auch alle nennen. Weil wir aber immer noch eine Comedy-Sendung sind, machen wir das natürlich nicht einfach so, sondern so. Zur Auflockerung am Schluss jetzt noch ein halbgarer Gag. Kommt eine Blondine zum Exorzisten und sagt, in meinem Haus wohnt ein Dämon, was soll ich bloß tun? Sagt der Exorzist, ausziehen, ausziehen. Das war CCN. Wenn Sie jetzt nicht abschalten, bleiben Sie dran. Hä? Boah, war das eine Scheißsendung. Freunde, wieso ist denn die? Die hat sogar mich noch runtergezogen. Ja, gut. Du kannst echt gar nichts. Mhm. Komm, Lappen. Ja, komm, lass uns einen Glückstee trinken. Der Böhmermann ist nicht den Finger ins Ohr wieder. Nein, komm, den Finger aus dem Ohr. Der Wilker hat bessere Quoten. Ich weiß, es ist okay. Oh.